Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved mit mir, Anivis RP, hier auf meinem Kanal. Und ja, wir wollen einen T-Rex bergen, wurde mir aufgetragen. Werde ich auch einfach mal machen. Und dabei konnte ich gerade ein interessantes Manöver beobachten. Und zwar wurde hier ein Spieler an dem von dem Argentavis gehalten, um den T-Rex, der hier ist, zu zähmen. Bin jetzt auch bis morgen. Naja, bis morgen. Naja. Wird wohl eine T-Rex-Armee, oder? Wird wohl eine T-Rex-Armee, die ihr hier macht, oder? Das Mikro überhaupt an? Sieht man nicht? Schau, dabei stelle ich mir gerade eine interessante Frage, ob man mich sieht, wenn ich cool, ist das hier mit dem Blut? Das sieht gut aus. Ist der bemalt oder ist der wirklich blutig? Ich denke, der ist blutig. Ich habe es ja auf meinem Server so eingestellt, dass die Tiere lange brauchen, bis sie gesund werden. Insofern, ja. Oh, hier haben wir einen Alpha-Raptor gehabt, wohlgemerkt. Und ein Ei. Was für eine Art Ei das wohl ist. Brauche ich aber das Interface. Ein Rex-Ei. Mal gucken, ob einer wütend angerannt kommt, wenn ich mir den nehme. Nein. Ich sehe keinen wütenden Rex. Dann ist ja alles gut. Gut, dann fliegen wir mal schnell dahin, wo wir hin sollen. Einmal kurz über Markus Base hinweg. Und auch hier seht ihr wieder mal, dass der Markus zum einen bewunderns- oder beneidenswert viel Zeit hat. Und zum anderen ein echt tüchtiger und fähiger Bauer ist. Wie gesagt, das feiere ich tatsächlich richtig. Also ja, ich finde es richtig toll zu sehen, wie sich Dinge entwickeln von euch. Insofern, das feiere ich. Ja, irgendwo gab es hier einen Rex unterwegs, den sollte ich abholen. Ich berge gerade einen Rex von Selecta, glaube ich, so heißt er. Ach, der. Jetzt verstehe ich, was er sagen wollte. Der Rex hatte Level 112. Das sollte die 112 vorhin bedeuten. Genau, das wollte ich mal grundsätzlich fragen, ob das Level ein bisschen höher geworden ist mittlerweile oder nicht. Und ansonsten habe ich lange den Opa nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe das Verschwinden von Strukturen ausgeschaltet. Das heißt, die werden jetzt nicht verschwinden, die Sachen. Ne, genau. Hier sieht man nicht mehr. Doch, hier steht Demolish allowed. Ah, okay. Das Abbauen ist erlaubt, aber sie verschwinden nicht mehr automatisch. Hier ist der Rex, den wir bergen sollen. Den Fiomia in meinem Trap, okay. Okay, okay, okay. Die Viecher verteilen sich grundsätzlich ein bisschen, verstehe. Ja, es liegt daran, dass der Junge jetzt länger nicht online war, beziehungsweise nicht die Viecher nicht ordentlich geparkt hat oder irgendwas in der Art, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich will kurz einen Blick hier reinwerfen. Zum einen wegen dem Airdrop. Würdest du einfach landen, bitte? Danke. Cool, ein GPS-Gerät und ein Scope-Attachment. Zum anderen werde ich gucken, wie was hier so drin ist. Und der hat ja hier seine ganzen Seiten, oder die beiden Tore besser gesagt, komplett zugebaut gehabt, der Kollege hier. Oh, hier hat auch jemand gebaut. Ist das der gleiche? Hat hier auch Opa gebaut? Kann man das gucken? Dodo schlechter, ja, das wäre Opa. Genau, die Heidi Klum steht nämlich auch da. Heidi Klum ist zurzeit der einzige Giganotosaurus auf meinem Server. Es gibt hier den Chris, nee, den Justus, glaube ich, der hat gefragt, ob wir einen bekommen könnten nochmal. Und in dem Fall werde ich ihn halt einen spawnen. Denn im Großen und Ganzen ist ja der Wunsch, dass keine Giganotosaurier auf dem Server rumlaufen. Ja, ein Kano hat er auch. Dabei fällt mir auf, ich sollte mal kurz was unternehmen gegen mangelnde Rohstoffe für eine Fackel, denn es wird bald dunkel. So. Was braucht man denn dafür? Ich glaube, einmal das, ein paar mal das. Jetzt schauen wir mal. Einen Stuhl könnte ich hier schon mal hinmachen, das ist ja schön. Fackel, Fackel, Fackel. Wie heißt denn das? Heißt das Fackel? Nein, das heißt Torch. Stone. Ach, Stone war es und nicht Flint. Ich werde da einen Schlag machen, dann ist das Viech kaputt. Ne, okay. So. Dann heben wir für die nächste Nacht auch mal eine Fackel. Dann ist es nicht so dunkel. Los geht's, wir bergen einen T-Rex. Wenn es nur nicht so ruckeln würde. Nicht ins Licht gucken. Bekomm dich bitte ein. Manchmal gehen nämlich dadurch die Videos kaputt und ich kann sie anschließend nicht benutzen. So. Irgendwo hier war der T-Rex. Na gut, da drüben. 300 Fuß. Das heißt, ich müsste nachher was schlachten gehen. Was ich aber an der Stelle kurz noch gucken möchte, ist... Oh, was ist das? Ach, ein Krokodil. Das ist ja geschwind. Ist, ob hier drüben jemand baut. Das würde mich echt mal interessieren. Ein Megalodon. Ihr wisst ja, mit dem Wasser habe ich es nicht so. Wir werden keine Freunde werden. Also, mit dem Ingame-Wasser. Warum ist denn der Sound jetzt auf einmal anders? Dann kassieren wir mal noch schnell den hier. Chitin-Dress! Ich glaube, ich habe noch kein Chitin, aber ich glaube, ich brauche auch keins. Würdest du bitte aufsteigen einfach? Kano. 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 Ich würde sagen, das ist das, was man Kano Island nennt. Das würde Sinn machen. Krass, hier ist jemand Level 99. Das ist krass, weil ich ja die Level schon stark anziehe. Zum Ende hin.
So. Machen wir es mal so. Rexy müsste ja auch ein Dings haben. Alter, hier ist ja eine ganze Menge drin. Hat der Selektor aufgehört? Hast du aufgehört, Matteo? Was ist der Grund hierfür? Das Problem an meinem Vogelviech ist, dass es ziemlich wendig ist und ziemlich schnell ist. Das hat zur Folge, dass das ständig vor uns herfliegt. Achso, und jetzt sind wir auch schon erschöpft. Wir müssten, glaube ich, erstmal ein Tier schlachten. Irgendeins. Ja, das mit der Beleuchtung der Basis schaue ich mir gleich an. Der Spino, den wir hatten, der ist übrigens ja, verschwunden. Ich denke mal, der wird tot sein. Weil der ging ja nicht rein ins Gehege. Werdet ihr dann sehen. Da habt ihr gestern gesehen, denke ich mal. Aus meiner Sicht, jetzt habt ihr das noch nicht gesehen. Oh, hier folgt ein Fiomia. Schande. Na komm schon, das kann doch so schwer nicht sein. Ist doch nur eine blöde Schildkröte. Dankeschön. Also jetzt machen wir mal noch ein bisschen was. Gucken mal kurz ins Inventar. Nein. Logischerweise nicht dieses hier. Und werfen mal das ganze vergammelte Fleisch raus. Ja, die Stimberries können auch raus, der Rest sollte besser nicht raus. So, was haben wir denn? Stamina hat mir ganz massiv gefehlt. Und jetzt wird es leider dunkel. Aber wir sind ja schon fast da. Können wir mal kurz gucken? Ja, okay, einmal tacken. Ein Kompi. Ach, Mist. Die Kompis kämpfen da hinten gegen die anderen Kriecher. Ich werde die mal alle auf passiv schalten. T Whistle Passive. Und zwar All. Wie ihr seitwärts mit mir mitfliegt. Ich weiß nicht, ob es geht. Wir können ja mal kurz gucken, ob man Gamma erhöhen kann bei mir. Doch, das kann man. Gut. Das ist eine Server-Einstellung, die man machen kann. Dass, auch, dass man Gamma entweder erhöhen kann oder eben nicht. Ah, diese fliegenden Viecher. Ich hasse sie. So. Alter, es ist der. Ich würde mir wünschen, sie würden sich sinnvoll bewegen. Ja, der Fiumia gehört nicht mehr zum Auftrag.
Sorry, Matteo, aber ich kann jetzt nicht ewig warten, ob der Fiumia durchkommt oder nicht. Außerdem kämpfe ich ja mit diesem dämlichen Flugviech. Ich bin geneigt, es andersrum zu machen. Oh. So, da bin ich wohl wieder. Haha. Ein Disconnect. Ich habe keine Ahnung warum. Aber wisst ihr was? Ich habe jetzt eine andere Idee. Ich werde mal hier drauf steigen. Ach, warte mal. Gut. Und jetzt werde ich mal das machen. Ich glaube, das ist sinnvoller so rum. Ihr seht, die Gamma-Korrektur hat sich beibehalten. Insofern alles gut. Alles gut, alles gut. Das ist jetzt tatsächliche In-Game-Gamma-Korrektur und nicht die Gamma-Korrektur, die ich in der Videobearbeitung anschließend mache. Nur mal die Frage zu klären. Dabei fällt mir auf, ich muss mal kurz landen. Denn ich muss den hier landen. Landen. Oh. Na gut. Ja, Matteo, sorry. Der wurde leider gerade gesnackt. Von einem Piranha, wenn ich es richtig gelesen habe. Kommt vor. So, ach, der hat schon genug gegessen. Okay, okay, weiter geht's. Wenn ihr euch das mal anguckt, ich glaube, da hinten wurde sogar ein Carnotaurus von Piranian gesnackt. Sieht zumindest so aus. Total interessant finde ich, dass Schildkröten nicht gegessen werden von Piranhas. Weiter, weiter, weiter. Komm, 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 komm. Hier, das ist ein Spurt. Ja, oh, er rennt, er rennt, er rennt. So richtig auf mich zurennen sehen will ich ja trotzdem so einen Tyrannosaurier nicht. Oh, hier ist ein Floß. So, hier ist die Base von Markus, aber jetzt ist es leider schon so hell, dass, nee, doch nicht. Oh, das ist ein Unterschied. Oh, warte mal, ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Hä, was ist denn der normale Wert? Das hier? Warte mal kurz da. Das ist auf jeden Fall, wie ich schon sagte, eine tolle Base. Ich glaube, die richtige Einstellung ist diese hier. Leider, leider, leider ist mein Viech nicht in der Lage, dazu langsam zu fliegen. Ich habe ihn nur auf Geschwindigkeit geskillt, ne? Das mal zur Erinnerung. Aber ihr seht jetzt ja, wie es läuft hier. Sieht cool aus, Markus. Thank you.
Gut, wir nehmen den wieder mit. Weiter geht's. Tja, was ist los mit Indiana Jones und Selecta? Habe ich leider wieder nicht online gefunden. Heißt also, wenn du Lust hast mitzumachen, komm, tritt bei. Muss nur einmal abends online sein, dann wenn ich auch online bin. So. Damit habe ich meinen Bergeauftrag erledigt. Ah, jetzt hängt er da fest. Na super. Witzigerweise folgen die sich jetzt gegenseitig. Dein Ernst? Okay, wisst ihr was? Wir machen es mal anders. So, ihr beide folgt mir jetzt. Siehst du, geht doch. Hopp, hopp, hopp. Ach, ich liebe das. Da fängt es gleich an zu regnen. Der ist nichts Besonderes. Aber immerhin. Zack. Genau, lande mal bitte. Perfekt. Was ich jetzt aber nochmal mache, ist hier mir das hier klauen. Sorry. Wenn du wieder online bist, kannst du das aus meinem Körper rausnehmen einfach. Yo, 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 yo. Wieder mal wieder hoch. Das war ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. Ah, der See ist wieder rot. Und da hinten werden wieder Tiere geschlachtet. Mann, 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 Mann.
Ich habe übrigens gestern Abend mal ein Reset gemacht von dem, ja, wie nennt man sie jetzt gleich? Sag schon. Ich habe die Tiere resettet, weil er ja die, die aktuell da sind, auch mitspeichert. Das hat halt dazu geführt, dass ganz viele in den Felsspalten hängen geblieben sind. Und die blieben da halt auch einfach ewig hängen. Und ja, mit dem Befehl Destroy Wild Dinos kannst du ja alle töten, die wild sind. Und das habe ich gestern einfach mal gemacht. Long story short. So sieht's aus. Beauty! Ah, da folgt mir immer noch einer, ein Rex. Der ist auch einfach nur Rex, sehe ich gerade. Na gut. Wo ist denn der jetzt hin? Der sieht so aus, als würde er da irgendwo im Felsen drinne stehen. Ah, hier unten gibt... Nein! Puh! Ich wollte gerade sagen, hier gibt es eine Spalte. Nichts gegen Spalten, ja, aber... Nicht diese Art von... So. Ich denke, du wirst dich mal hier hinstellen müssen wieder. Und jetzt bleibst du auch einfach mal hier stehen. Wir verteilen mal noch ein bisschen Fleisch, habe ich gerade so gedacht. An die beiden Fleischosaurier. Dich zum Beispiel. Dich zum Beispiel. Jo. Und dann gehen wir mal hoch, denn ich habe jetzt durchaus noch was vor. Alter, so lenkst du mich nicht weg, ja? Hey, der lässt mich nicht an die Kiste. Durchs Haus durch lässt er mich nicht an die Kiste. Na gut. Das hier wollte ich mitnehmen. Hm? Klimp ab. Klimp, klimp ab. Klimp ab. Klimp, klimp ab. Ein Spino. Ich finde ja, der Spino sieht jedes Mal aus wie eine viel zu groß geratene Eidechse. Aber was soll's. So. Gut, Leute. Das war eine Folge voller Verluste und Gewinne. Wir haben einen Verbindungsverlust gehabt. Wir haben einen Fiomia verloren. Es tut mir leid, Matteo. Und dafür haben wir aber einen T-Rex hier gewonnen. Und geborgen. Ja. Ich denke, das ist auch eine Art von Gewinn, mit dem man gut umgehen kann. Danke dafür. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part von Let's Play Ark Survival Evolved mit mir, Nevis LP, hier auf meinem Kanal. Und beim nächsten Mal werde ich mir definitiv das Architektur Set jetzt endlich mal ansehen. Es tut mir leid, Leute. Es hat ewig gedauert. Ich weiß, jetzt passiert's. Bis dann. Ciao, ciao.